Vancouver muss es dann. Shit. Ich muss nicht mehr zurück. Also, bis morgen werden. Dann hat's Handy vergessen. Scheiße, warte, wer? Am besten du gehst jetzt. Okay, bis morgen. Hey, was soll denn das? Sag einmal, spinnst du? Was denn? Das ist unsere Mathe-Professorin. Wegen so einer hast du mich nur sitzen lassen. Wieso weißt denn du das? Ich hab euch gesehen. Keine Angst dafür. Ich bin in sie verliebt. Das hat nichts mit dir zu tun. Wie kannst du sowas so tun? Keine Angst für meine Gefühle. Aber für deine Taten, du Idiot. Weiterlaufen, wer will nicht. Ich kann nicht im Club haus. Jeremy, hör zu, das geht nicht. Entweder du beendest die Beziehung sofort oder ich muss den Direktor melden. Jeremy, was ist los? Wir haben ein Problem. Die Hanna hat uns zusammen gesehen. Ah, deswegen das Theater gerade eben. Ja, sie ist eifersüchtig und macht Stress. Sie hat gesagt, wenn wir sofort Schluss machen, dann wird sie dem Direktor melden. Sandra, bist du noch dran? Ja, mach dir keine Sorgen. Wir machen noch nicht Schluss, oder? Nein, natürlich nicht, Jeremy. Also? Was meinst du? Stell dich nicht so blöd, ich weiß genau, was ich meine. Ist endlich aus? Nein, nie im Leben. Ich hoffe das einfach nicht. Gut, ich werde schon sehen, was passiert. Frau Müller, kommen Sie bitte mit. Ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Jeremy, mach weiter. Ich komme gleich wieder. Bitte nehmen Sie Platz. Ich habe etwas erfahren, das mich entsetzt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie ein Verhältnis mit einem Schüler unserer Schule haben. Ich frage Sie, stimmt das? Was haben Sie sich dabei gedacht? Es ist mir ernst. Das ist nicht von Belang.
Sie wissen, dass ein sexuelles Verhältnis laut § 174 StGB mit einer Person unter 18 Jahren, die Ihnen zur Ausbildung oder zur Betreuung anvertraut oder untergeordnet ist, mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft werden kann. Beenden Sie das Verhältnis. Sofort. Frau Müller, ich meine es gut mit Ihnen. Glauben Sie mir. Bist du gerade nicht, Jeremy. Was wollte denn der Direktor von dir? Er hat mich zur Rede gestellt, mit Gefängnis gedroht. Bleib nicht stehen. Warum springst du nicht? Von so jemandem wie ihnen lasse ich mir gar nichts sagen. Sie bevorzugen ja doch nur ihren Liebling. Glauben Sie wirklich, wir wissen nicht, was da los ist? Komm schon, packen Sie aus. Du hast recht, Hanna. Ich bin eigentlich ein Klassenvorstand und ich will euch nichts mehr vormachen. Der Jeremy und ich sind zusammen, schon eine Zeit lang. Wir wollten euch da nicht mit einziehen. Ich bin voll verunsichert. Jeremy, ich mach mir Sorgen um dich. Sie kommen ins Gefängnis. Wechseln Sie doch einfach die Schule. An sowas habe ich auch schon gedacht, aber... Klar! Volles Risiko, Karriereknick, alles was das jetzt begehrt. Ich kann an die Schule wechseln. Oder bist du klein Schule? In Mathe bin ich sowieso ein Nieten. Gut, dann geben wir ihm beide. Und bitte! Aufpassen, das verlaut der blinder Liebe nicht wieder in derselben Schülerz.